herzlich willkommen. Wir sind hier beim HFC-Stadion in Halle. An dieser Stelle herzlichen Dank auch an Matthias Lux, den Geschäftsführer der Stadtwerke Halle. Der Herr Lux hat nämlich einmal den Halleschen FC und dann auch noch die Saale-Sparkasse herausgefordert zur Gieß-Challenge. Und wir wollen mal zeigen, dass wir auch ordentlich Wasser machen können. Jetzt wollen wir dann zur Tat schreiten. Nachdem die Mannschaft sich heute einen freien Tag verdient hat, nach dem tollen Erfolg in Jena, habe ich Unterstützung dabei, nämlich Spieler der U15 und auch den sportlichen Leiter Herrn Ralf Heskamp, der beim Gießen der Bäume helfen wird. So wie hier, hallo Tri. Ralf Heskamp und die Jungs der U15 sind aber auch Sparkassenmitarbeiter im Einsatz. Zum einen mal in unserer Filiale in der Rathausstraße. Dann sind noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale im Mühlweg im Gießeinsatz. Und zu guter Letzt sind wir auch in Landsberg vertreten. So, damit in dieser trockenen Jahreszeit das Gießen weitergeht, wollen wir auch andere in den Genuss kommen lassen und sie zur Gieß-Challenge herausfordern. Einmal wären das die Handballerinnen der Union Wildcats. Dann wäre es der Literaturhaus Halle e.V. Dann fällt mir gerade noch ein der Zoo Halle. Und weil wir hier schon beim Halleschen FC sind, fällt mir mal ein, einer Kreativabteilung die Chance zu geben, das Ganze besonders originell zu gestalten. Ich denke da an Unisee, die die Gieß-Challenge jetzt annehmen.